Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Replay of the Week mit der Lorraine 40T. Und der Steffen ist da am Start. Er hat auch schon einige Kringel ums Rohr, wie man sieht. Also da alles am Start. Der Lion ist auch vorhanden. Und die deutsche Flagge. Also was kann denn da eigentlich noch schieflaufen mit einem französischen Autoloader und deutscher Beflaggung? Eigentlich gar nichts. 2039 Erfahrungen wird am Ende da eingefahren haben. Und ich glaube, das ist schon sehr, sehr wacker. Natürlich bin ich da gespannt, wie er da auf dem Weg den Damage sich holt. Lorraine 40T ist ein geiler Panzer. Wenn man nicht unbedingt immer in 10er Gefechte kommt, wo ich so großes Pech mit habe. Hier 9er und 8er Gefecht, das geht schon klar, damit kann man gut leben. Und jetzt kriegt er hier den ersten Panzer schon fast vor Squan. Erster saß schon, hat auch sogar schon den Brand dann da und der Brand, der tickt weiter. Ja, und schon hat er mit 3 Granaten 1251 Damage gemacht. Das kann weiter so laufen. Da, glaube ich, wird keiner Nein sagen. So, noch im Reload. Jetzt muss er aufpassen. Revalorisé hat er da gut im Fokus. Aber der Charioteer, den hat er ja aufgemacht. Nicht, dass der ihn selber irgendwie gleich wieder aufdeckt, aber scheint keine Gefahr von auszugehen. Jetzt ist er da offen, aber ah ja, ein bisschen zurückfahren und dann läuft es schon. Der Charioteer hier da jetzt natürlich mit kaum Panzerung gesegnet und auch den zündet da noch an. Das gibt's ja nicht. Jetzt hat er den sogar noch bekommen, weil er den angezündet hat. Also, ich weiß nicht, der hat irgendwie Benzin noch in die Granaten geladen. Also, irgendwas stimmt doch da nicht. Zweiter Kill auf jeden Fall. Sein Team ist hier das Team, was angreifen muss. Aber bis dato läuft das alles noch ganz gut. Sind jetzt nicht zu aggressiv. Muss nur aufpassen, dass er eben nicht aufgedeckt wird. Gerade so ein S1, wenn er mal steht, hat er gern mal ein Scherenfernrohr am Start. Das hat auch mal blind ein paar dahingesetzt. Ja, Alter, und selbst den kriegt er dann noch. Der S1 denkt sich, er fährt nicht weg, ich bleib da. Ich war hier mal gestanden, das reicht. Mehr Bewegung brauche ich nicht. Also, einfach nur LOL. Gibt nichts anderes als LOL zu sagen hier in dem Fall. Ja, Bulldog muss er natürlich aufpassen. Aufgehen will er natürlich nicht, denn ihm ist durchaus bewusst. Und wenn er aufgeht, dann kann es für ihn unangenehm werden. Aber noch ist es nicht der Fall und noch kann er einfach nach Belieben ballern im Prinzip. So, der T28, der hat zwar jetzt nicht keinen Schaden angebracht, aber wenigstens hat er ihn getrackt. Jetzt probiert er das vorne nochmal drauf, aber hat nicht geklappt. Aber wie gesagt, wenigstens ein bisschen Unterstützungsschaden. Ist auch mal gut. Ja, und damit konnte der T28 auch rausgenommen werden. 6-4, langsam aber sicher läuft es recht solide und gut für sein Team. Der T54-1, da muss er natürlich auch aufpassen, denn der ist schon ein gehöriger Gegner. Und gerade eben, wenn er jetzt aufgeht, wie gesagt, selbst wenn er da die Hälfte seines Panzers versteckt, aber der Panzer hat einfach keine Panzerung. Das heißt, irgendwie draufballern und dann klappt es normalerweise schon. Also, wenn ihr den als Gegner habt, aimt gar nicht zu viel, einfach drauf, das reicht. Solange er jetzt nicht in einem LOL-Traktor oder sowas sitzt. Aber selbst mit dem dürftet ihr den doch schlagen, also alles gut.
Jetzt hat er noch ketten können, den Ferdinand, sehr gut. Und da wollte er weg, aber hat es dann nicht mehr geschafft. Und man sieht dann einfach jedes Mal wieder, wie so eine Lorraine, ja, wie zerstörerisch die einfach sein kann. Sobald die das Magazin vollgeladen hat, einfach easy peasy. Natürlich, jetzt wäre sie ein Opfer, also wenn jetzt jemand nachsetzen würde, aber das Gegner-Team ist gar nicht so in der Verfassung, da nachzusetzen. Keine Chance. LTB, auch der macht es ihn halt auch verdammt leicht. Der bleibt erstmal stehen, kriegt da zwei Hits ab, bevor er sich überhaupt bewegt. Dann denkt sich, alles klar, die Lorraine hat zwei Schüsse auf mich gemacht, ich bleib hier stehen. Das läuft schon. Was ist denn da los mit den Gegnern? Haben die alle keinen Bock? Ihr habt doch alle keinen Bock mehr. Da wieder sein T54E1 Autoloader-Kollege so gesehen. Ein Tier höher und andere Nationen. Aber sonst im Geiste vereint praktisch. Der T49 wollte jetzt auch unbedingt nochmal einen Treffer rausdrücken, aber hat sofort mit einem eigenen Hit bezahlt. 4.500 Schaden schon auf dem Zähler. So, der. Oh, jetzt. Was macht denn er jetzt? Jetzt dreht er ihm auch noch das Heck zu. Das ist ja ungeheuerlich, was die Gegner hier. Also die bräuchten sich nur noch Erzählscheiben auf die Panzer malen teilweise. Aber es wird keiner von uns anders machen. Jeder wird den Damage liebend gerne mitnehmen. Und sie haben noch 2 Minuten 30. Das ist eigentlich jetzt genug Zeit, um die Runde entspannt zu holen. So, und jetzt will er den FV da haben. Auto-Aim drin. Jetzt will er dann doch noch die manuelle Möglichkeit. Und der ist ein bisschen... Ja, da kommt er nicht ganz runter mit der Gun Depression. Aber hat gereicht. Hat jeden Schuss, so wie ich das sehe, gehittet und getroffen. Und jetzt sind es noch 2 Minuten. Aber der T-54E1 und der IS-6 da hinten noch die letzten beiden in der Runde verbliebenen. Ja, jetzt will er natürlich noch ein bisschen was vom IS-6 abhaben, aber er muss aufpassen. 369 Hitpoints, damit könnte man ihn auch hier rausnehmen. IS-6 hat den Alpha, das würde reichen. Wobei, ja genau, IS-6 hat jetzt erstmal auf 1390 geschossen, damit seine Chance da, sich den Kill noch zu holen und seinen 6. Kill und damit den Krieger sich zu gönnen. Er hat gemacht mit den Blindheads, die wir hier nicht gesehen haben, 7296 Schaden und ich denke, ein verdientes Replay of the Week. Wobei, man muss auch sagen, die Gegner haben es ihm jetzt teilweise eher einfach gemacht. Aber auch das muss man clever spielen. Er war immer hinter dem Stein gestanden, hat dem Gegner auch keine große Angriffsfläche gegeben. Also auch so muss man das erstmal machen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, die Lorraine zu sehen. Vielleicht gönnt sich der ein oder andere die ja noch jetzt dann demnächst und war vielleicht eine kleine Denkstütze. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin geile Runden bei World of Tanks. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.